Dass Jördes und du, dass ihr euch getrennt habt, das wollte ich nicht. Nicht, dass Jördes nachher auch denkt, ich wäre schuld an der Trennung. Sollen wir noch einen Film gucken? Oder eine Serie? Wir können auch einfach... Entschuldigung, Ihre Nachbarin hat mich ins Haus gelassen. Sagen Sie, haben Sie noch einen Platz in Ihrem Team frei? Ich würde Sie gerne begleiten, wenn Sie ins Kavango Delta fahren. Falls Sie auf dem Weg zum Ascania Park sind, kann ich Ihnen nur empfehlen, den Weg können Sie sich sparen. Der Ascania Park hat seit etwa einer halben Stunde einen neuen Besitzer. Und falls Sie den sprechen möchten, er steht vor Ihnen. The morning painted by the sun, and it's in my eyes, and it's in my eyes. By the rapture of the dawn, and a restless sky, and a restless sky. This is my life. Was? Frau Fehrmann, ich muss Ihnen nicht erklären, warum ich den Ascania Park gekauft habe. Doch. Das Dreikönig ist ein Fünf-Sterne-Hotel, der Ascania Park ein Sporthotel. Das bedeutet, wir erweitern unsere Klientel um ein weiteres Segment. Und das ist nicht nur von wirtschaftlichem Interesse. Dann darf ich Ihnen im Namen der ganzen Belegschaft des Dreikönige herzlich gratulieren. Und ich freue mich auf eine vielversprechende Zukunft. Danke, Herr Böttcher. Ihre Fachkenntnis ist gefragt. Ihre Frau Fehrmann allerdings auch. Falls Sie es sich mit der Kündigung noch einmal überlegen wollen, sind Sie recht herzlich eingeladen, mit dem neuen Konzept mitzuwirken. Kommen Sie einfach zu mir und ich erläutere Ihnen, wo ich Ihre Rolle sehe. Dann schauen wir mal, wohin die Reise geht. Hm? Also, geht's nur mir so? Ich finde das echt mega. Ist ja gut. Also, ich weiß ja nicht, wie ernst das jetzt gemeint war, aber ehrlich gesagt sehe ich das nicht. Wieso nicht? Eine Expedition ist kein Spaziergang. Ja, ja, das ist nicht naiv. Also, Ich bin Krankenschwester. Ich kann Verletzte und Kranke versorgen. Ich bin teamfähig, ja, belastbar und hochmotiviert, Land und Leute kennenzulernen. Ich empfehle eine Pauschalreise mit ortskundigen Reiseführern. Ich brauche Leute mit Erfahrung, denen es nichts ausmacht, stundenlang in der Hitze auszuharren. Da kommt man mit Pflaster und Schmerztablettchen nicht weiter. Na, hören Sie mal, was fällt Ihnen denn ein? Sie kennen doch meine Schwiegertochter gar nicht. Sie war noch nie in Afrika, mehr brauche ich nicht zu wissen. Er hat ja recht, ich bin komplett unerfahren. Also bitte. Irgendwo rumsitzen und warten, das kann ja wohl jeder. Also ich fürchte, Sie stellen sich das ein bisschen sehr einfach vor. So. Jetzt urteilen Sie auch über mich, ohne mich zu kennen. Denken Sie, was Sie wollen. Okay. Ich dachte, er bleibt noch zum Essen. Oh, geht's hin. Reisende soll man nicht aufhalten. Emily? Ich glaub das einfach nicht. Ich war so kurz davor. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Am Ende bekommt Flickenschild doch immer, was er will. Was? Was habe ich nur falsch gemacht? Du hast gar nichts falsch gemacht. Ich verstehe dich. Und es tut mir leid. Aber letzten Endes ist so ein Hotel natürlich bitte auch... Bitte, fang nicht schon wieder mit diesem Thema an. Ich bitte dich. Schlimm ist, was Flickenschild daraus machen wird. Ich sehe es ja schon vor mir. Gediegene Beige-Töne, helles Mobiliar. Klassische Personaluniform, Frühstück von 8 bis 10. Ein Best-Ager-Hotel. Für Leute, die zwar Geld haben, aber langweilig sind. Das glaube ich nicht. Du musst dir ja nur das Dreikönige ansehen. Ja, und die Idee zur Umgestaltung damals, die kam auch von mir.
Amelie, du musst nach vorne schauen. Denk an dich. Deine Idee mit dem modernen Hotel, die ist ja nicht ad acta, nur weil es dieses Mal nicht geklappt hat. Ich hab so satt, immer nur zu träumen. Verstehst du das denn nicht? Ich wollte ein reales Hotel und kein Luftschloss. Kann ich dich vielleicht irgendwie... Nein. Das erste und größte Gemeinschaftsgartenprojekt gab es natürlich in New York. Green Thumb heißt das. Das ist schon 1978 entstanden. Und danach haben sich dann andere Städte orientiert, wie Toronto und London und Paris. Und jetzt kommt bald noch ein viel tolleres dazu. Im städtischen Naherholungsgebiet Lüneburg. Von Franka Böttcher. Yay! Wollen wir hoffen, dass du recht hast. Es wäre wirklich super, wenn ich den Zuschlag bekommen würde. Na klar kriegst du den. Mhm. Dein Konzept ist großartig. Jeder, der will, kann da rumgärtnern, Gemüse anbauen. Obstbäume abernten. Ja? Das macht richtig Spaß. Hm. Und es verbindet die Menschen. Du redest mir aber nicht nach dem Mund, ne? Nein, auf keinen Fall. Aber wenn ich dich damit zum Lächeln bringen kann, ist doch umso besser. Das ist vermutlich das letzte Projekt, was ich in meinem Arbeitszimmer plane. Ah, weil demnächst ein Kinderzimmer daraus wird. Hm? Ist doch schön. Vorausgesetzt, ich bekomme ein Pflegekind. Hm. Das ist ja noch nicht entschieden. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Dann helfe ich dir mit dem Zimmer. Ich habe schon überlegt, wie ich das mache. Die Kinder können ja zwischen 6 Monate und 6 Jahre alt sein. Und so ein Kinderzimmer muss ja dann auch danach ausgerichtet sein. Hm. Ich kann mir gerne mal ein paar Gedanken dazu machen. Oh. Okay, Luis ist aufgewacht. Hm. Ich hatte eigentlich gehofft, dass er durchschläft. Aber er muss sich wohl erst mal wieder eingewöhnen. Also, wenn du willst, kann ich nach ihm gucken. Und du kannst das hier fertig machen. Also, wenn ich ehrlich sein soll, dann sage ich nicht nein. Na gut. Meinst du, er mag Geschichten von der Bio-Lady, die die Superkraft hat, Innenstädte zu begrünen? Du bestimmt. Bis dann. Danke. Schon stark, wie du einfach gefragt hast, darf ich mitkommen? Aber Mama, jetzt mal im Ernst. Mit dem in Afrika? Da wirst du doch nur bekloppt von. Ich hätte es mir auch einfach verkneifen sollen. Es ist ja klar gewesen, wie er reagiert. Naja, es wird total eingebildet. Trotzdem, mit ihm hätte ich die Chance, Land und Leute so richtig kennenzulernen. Aber dafür brauchst du den doch nicht. Ich weiß nicht, so eine Safari aus dem Katalog fühlt sich einfach nicht richtig an. Wieso nicht? Das läuft dann nach dem Motto, sie entspannen, wir arbeiten. Ja, das nennt sich Urlaub. Guck mal, da wird dann Gepäck vorausgefahren oder hinterher. Und abends wartet auf der Terrasse ein kühler Sundowner auf dich als Appetizer vom Abendessen. Ja, und das klingt doch super. Ich will aber was erleben, was sonst niemand erlebt. Ich will wirklich Land und Leute kennenlernen. Tja, dann musst du auf eigene Faust los. Ganz alleine, ich glaube, das traue ich mir nicht zu. Da ist das Risiko doch zu hoch. Mama, was hast du früher mal zu mir gesagt? Wenn die Latte zu hoch ist, musst du höher springen. Was hat man davon, wenn man seinen Kindern kluge Ratschläge gibt? Ich will doch einfach nur, dass du weitersuchst. Ich meine, irgendwas dazwischen muss es ja geben. Also, zwischen diesem komischen Adam Szymanski und Champagner-Schlürfen unterm Affenbrotbaum. Hallo, bei Berger? Richter? Also, bei Berger Richter? Ach, hi, Tina. Nee, ich passe nur kurz auf Luis auf, weil Ben noch was zu tun hat. Luis? Der schläft leider schon. Du, keine Ahnung, aber ich kann mal kurz gucken. Ach, da kommt Ben noch gerade. Ich gebe ihn dir, ja? Das ist Tina. Ah. Hey, Tina. Die U7A von Luis. Ja, ja, klar. Nein, habe ich auf dem Schirm. Ja. Ja, ja, klar. Du, frage ich nach. Alles klar, kein Ding. Ja, dir auch. Bis dann. Tschüss. Ciao. Entschuldigung, ich bin nur rangegangen, damit Luis nicht aufwacht. Ach so, nein, du, alles gut. Alles gut. Luis hat nächste Woche einen Termin beim Arzt. Deswegen. Hast du Tina eigentlich gesagt, dass wir zusammen
Naja, dass wir zusammen im Bett waren? Nee, hab ich nicht. Ich frag nur, damit ich weiß, wie ich mich ihr gegenüber verhalten soll. Naja, wir waren uns ja einig, dass das mit uns, dass der Sex nichts zu bedeuten hatte. Und Tina, also ich finde, es geht sie nichts mehr an. Sehe ich genauso. Ich wollte nur vermeiden, dass es irgendwie komisch ist zwischen Tina und mir, also... Ja. Ich muss dann auch los. Bis dann. Okay, ja. Bis dann. Tschüss. Wir dachten, der musikalische Papa hat vielleicht ein paar schöne Schlaflieder im Repertoire. Spinnst du oder was? Wäre doch eine gute Möglichkeit, dass ihr euch ein bisschen besser kennenlernt. Nein, ich hab da keinen Bock drauf. Da ist mir meine Zeit echt zu schade. Aber Gott Dank. Hey, du hast geschlafen. Es war nur ein Traum. Es ist alles gut. Was denn? Ich habe geträumt, dass ich zu dir gekommen bin nach der Geburt mit dem Kind. Und du hast gesagt, du willst nichts von uns wissen und hast uns weggeschickt. Ja, das war nur ein Traum. Boah, das war schlimm. Du warst so böse, so kalt und abweisend. Brauchst du was? Nee, danke. Wahrscheinlich die Hormone, keine Ahnung. Ich kann dir gerne einen Tee machen, wenn du willst. Nee, kannst du einfach nur ein bisschen bei mir bleiben, nur kurz. Okay. Mach ich. Aber dann solltest du echt versuchen, wieder zu schlafen, ja? Hallo, ist jemand da? Ja, hi, hier bin ich. Kind und Mutter sind wohlauf. Na, so soll's sein. Hast du etwa im Stall geschlafen? Ach so, nee, ich bin vielleicht kurz eingenickt. Es war wirklich eine irre Erfahrung. Was, da schlafen im Heu oder was? Nein, die Geburt von Knutilie. Von wem? Knutilie, das Lämpchen. Ich hab's nach ihnen benannt. Weißt du überhaupt, ob der Zutreter eine Zippe ist oder ein Bock? Nee, so genau habe ich jetzt nicht. Aber den Nabel, den habe ich so desinfiziert, wie der Stallhelfer es mir gezeigt hat. Wollen Sie nicht mal nachgucken? Ah, du lässt ja nicht locker. Ich guck mir das Naturwunder an. Ja, klar, Entschuldigung, für Sie ist das natürlich eher Alltag, aber für mich war das... Das war magisch. Ja, komm, ist ja gut. Wir gucken. Hallo, Herr Berger. Ah, hallo. Hallo. Ich hätte da mal eine Frage an Sie als Fachmann. Ja, bitte. Was muss ich tun, wenn ich mit dem Motorrad liegen bleibe? Also ich meine so die ersten Grundschritte. Sie nehmen das Handy und rufen den Bahndienst. Okay, dann muss ich mich wohl etwas präziser ausdrücken. Was muss ich tun, wenn ich im afrikanischen Hinterland mit dem Motorrad liegen bleibe? Ich gehe mal davon aus, dass Sie nicht allein unterwegs sind, sondern mit einer Reisegruppe. Und im besten Fall ist jemand dabei, der sich mit Motorrädern auskennt. Sie verstehen mich falsch. Ich möchte mir alleine helfen können. Falls Sie sich mit Ihrer Reisegruppe verkrachen. Oder warum? Naja, einfach so, für den Notfall. Man weiß ja nie.
Als sie die Panamerikaner gefahren sind, waren da auch Frauen dabei? Ja, aber die waren auch. Also, die meisten sind mit Motorrädern aufgewachsen und haben schon immer dran rumgeschraubt. Okay, wollen Sie mir damit sagen, dass es zu spät ist für mich, mir das anzueignen? Nein, natürlich nicht. Was darf ich denn als Grundwissen voraussetzen? Naja, also, ich habe als Kind schon immer mit meinem Vater an Autos rumgeschraubt. Ah, das ist doch schon mal was. Bits? Hm? Mhm. Doppelmaulschlüssel? Mhm. Ja? Oh, hier. Drehmomentschlüssel? Mhm. Ventilstöße? Mhm. Ritzelabzieher? Mhm. Okay. Dann mal los. Herr Böttcher! Haben Sie einen Moment? Ich schätze, es geht um den Askania-Pack? Ja, ich wollte Sie fragen, ob... Ja, ich habe Herrn Flickenschild erzählt, dass Frau Fährmann das Hotel kaufen wollte. Und ich weiß, ich hatte Ihnen versprochen, es für mich zu behalten, aber die Loyalität meinem Chef gegenüber, die wiegt schwerer. Wenigstens streiten Sie es nicht ab. Für Herrn Flickenschild war es entscheidend, zu wissen, dass Frau Fährmann ihm Konkurrenz machen will. Anscheinend gibt es da irgendeine längere Vorgeschichte, die ungute Erinnerungen wieder hochgeholt hat, um in die Situation nicht nochmal zu kommen. Ich... Der Askania-Park halt jetzt zum Drei Könige. Ich weiß, dass Amelie sehr zielstrebig und ehrgeizig sein kann, aber das muss man ja auch sein, wenn man da oben mitspielen möchte. Ja, die Frage ist nur, auf wessen Kosten. Also in diesem Fall hat Amelie Jack eindeutig den Kürzeren gezogen. Und jetzt fragen Sie sich, ob ich oder Sie schuld dran sind, dass Ihr Traum zerplatzt ist? Ich wollte Amelie nur beschützen. Ich habe gedacht, sie macht einen großen Fehler. Jetzt bin ich daran schuld, dass sie am Boden zerstört ist. Ich weiß, es ist nur ein schwacher Trost, aber von mir wird sie nicht erfahren, woher ich die Info habe. Na? Ich auf dem Sofa geschlafen? Ja, du bist wieder eingeschlafen. Da dachte ich, also, es ist noch Saft im Kühlschrank und ein bisschen Joghurt, Obst. Musst du schon los? Ja, ich wollte noch zum Training. Herr Böttcher. Oh, hallo, ich wollte zu meiner Schwester. Immer rein. Morgen. Danke. Denkst du bitte noch unbedingt an den Termin mit dem Immobilienmakler? Ich habe dir alles weitergeleitet per E-Mail. Ja? Danke. Bis dann. Tschüss. Hey, was ist das denn? Nicht, ich bin am Sofa eingeschlafen. Ja, was ist dir noch nie passiert, als du schwanger warst? Boah, auch wenn er aus Anstand für mich da ist. Ich komme bei ihm einfach nicht weiter. Dabei könnte ich ihn gerade so schön trösten. Stattdessen stürzt er sich komplett in diese Wohnungssuche, damit ich möglichst schnell hier rauskomme. Weißt du eigentlich, dass ich der beste Begleiter für eine Wohnungsbesichtigung bin? Ja. Ja, ich lasse mich nicht vollquatschen. Ich stelle die richtigen Fragen, bin kritisch, aber dabei trotzdem unverschämt charmant. Okay. Mach dir einen Kaffee, ich bin im Bad. Trag Pastellfarben und mach dir ein natürliches Make-up, ja? Ich will die Wohnung doch gar nicht. Und? Mmh. Sehr gut, die neue Kreation. Hallo. Hallo. Ah, hallo. Was machst du denn hier? Gemüse kaufen, wieso? Naja, ich hätte einfach gedacht, dass du eine Weile den Salzmarkt meidest. Also nur, weil ich nicht mehr mit Klaas zusammen bin, heißt das nicht, dass ich plötzlich mein Gemüse woanders kaufe. Das finde ich sehr gut. Was trinkst du, ne? Mmh. Eine neue Kreation. Rote Früchte. Mit Rotkohl und roter Beete. Möchten Sie auch mal probieren? Ja, gern. Ist auch sehr lecker. Und? Wie geht's dir mittlerweile? Mit Klaas? Mhm. Hm. Alles gut, ich komme klar. Na gut, Themenwechsel, Jobkids. Wetter?
Sag mal, hast du zufällig Packwürfel? Pack was? Ich weiß nicht mal, was das ist. Also ich lese gerade so einen Blog von zwei Weltreisenden und die empfehlen das, damit man einen Überblick in dem Rucksack behält. So willst du deinen Traum wirklich wahr machen und fährst nach Botswana? Ja, ich will einmal das Okavango-Delta sehen. Und jetzt ziehe ich das durch. So, einmal roter Teufel, bitteschön. Danke, na, der Name ist ja schon mal krass. Prost. Lecker. Ja, gesund. Und Vitamine sind die beste Reisevorbereitung. Und sag mal, was machst du? Ja, hast du nichts zu tun? Ich habe heute meine Bewerbung bei der Stadt abgegeben. Dann drücke ich mal die Daumen. Das kann ich gebrauchen. Nur beruflich oder auch privat? Ach, na, das haben wir geklärt, dass es nichts zu bedeuten hat, dass wir zusammen im Bett waren. Was ist denn? Nichts. Wenn das für dich so in Ordnung ist? Ja, doch, klar. Ach komm, am Ende wird es eh dann nur kompliziert. Ich habe noch mal über den Hühner habe ich nachgedacht. Also das mit dem Netz ist Mist. Da verheddern sich die Hühner drin. Ja, das ist natürlich schlecht. Ja. Und Schutzhund, Perlhühner, Gänse ist alles nix. Die Ziegen sind schon richtig hier. Genau das habe ich mir auch gedacht. Ich habe auch das Gefühl, dass die Tiere deutlich ruhiger sind seitdem. Und die Hühner legen auch ein bisschen mehr Eier, habe ich das Gefühl. Kann aber auch nur ein Gefühl sein. Für einen Stadtschnösel stellst du dich gar nicht so blöd an. Ja, ich finde die Arbeit hier auch wirklich sehr spannend und abwechslungsreich. Ja, ist ja auch ein bisschen was los hier auf dem Land, ne? Vor allem bin ich erstaunt, wie viel ich lerne. Ja, einige unterschätzen das, was hier so passiert. Und andere sehen das durch die rosa-rote Brille. Ja. Okay, was steht als nächstes an? Du, ich lasse das hier ruhig angehen. Vielleicht streiche ich hinterher noch den Zaun und dann war's das für heute. Das kann ich doch für Sie übernehmen. Nö, das passt schon. Ich krieg das schon wieder alleine hin. Tschüss. Aber ich dachte, das... Ja, hast du gut gemacht. Mensch, ich weiß doch, was das für dich bedeutet. Ein Hotel hier zu haben, das war dein Traum. Ich wollte mir was aufbauen. Eine Zukunftsperspektive. Nur weil es jetzt nicht geklappt hat, heißt es doch nicht, dass es gar nicht mehr klappt. Du willst mich doch nur trösten. Nein. Der Askania Park war einfach eine Nummer zu groß. Ich hab's mir zugetraut. Hallo. Hey. Na, alle zusammen. Ich hätte hier im Angebot ein kleines Eclair-Törtchen oder belgische Schokolade. Ansonsten hätte ich noch Knisterbrause, saure Schlangen, sauer macht lustig, weiße Mäuse oder auch geröstete Nüsse. Hast du auch Arsen gekauft? Ach, Amelie, ehrlich. Es ist doch schlimm genug, dass niemand mir zutraut, ein eigenes Hotel zu führen. Jetzt darf ich mich nicht mal im Selbstmitleid baden? Wer nimmt mich denn jetzt noch ernst? Wahrscheinlich nicht mal Frau Bergmann. Was ist mit ihr? Was, wenn sie Flickenschild gesteckt hat, dass ich den Askania Park übernehmen will? Ja, das glaube ich nicht. Was hätte sie denn davon? Ja. Keine Ahnung, irgendeinen fetten Vorteil bei der Hotelleitung? Also den Vorteil hätte sie ja bei dir gehabt. Ich kann niemandem mehr vertrauen. Du weißt doch, wie das ist mit dem Flurfunk. Es verbreitet sich wahnsinnig schnell und im Endeffekt ist es doch auch irgendwie egal, von wem Herr Flickenschild das weiß, oder? Ja, ich finde auch, du solltest dich damit nicht quälen. Ach so, ihr meint also, es wäre besser, dass ich einfach damit lebe, dass es Pech war. Schlechtes Timing. Auf jeden Fall ist es doch gut, dass du dich nicht hoch verschuldet hast. Und jetzt hast du wieder ein bisschen mehr Zeit für dich und die Familie. Ich hatte gehofft, beides haben zu können. Ich verstehe wirklich nicht, warum du nicht direkt zugesagt hast. So, wenn du die Wohnung willst, bitteschön. Hallo, die war doch super. Großzügige helle Wohnküche mit Balkon. Ruhiges Schlafzimmer, Kinderzimmer. Top-Lage.
Aufzug, Tageslichtbad, super viel Stauraum, Stellplatz inklusive, auch für den Kinderwagen. Ich weiß, ich war dabei. Also, wer spricht dagegen? Die Kita in der Nähe oder die Einkaufszone mit Supermarkt, Bäckerei, Apotheke? Julius, lass es. Nee, jetzt weiß ich's. Der Spielplatz gegenüber ist ein absolutes No-Go. Nicht, dass dein Kind sich noch einen Spielkameraden aus der Nachbarschaft... Ich will halt einfach nicht hier weg. Das Kind bindet euch. Für immer. Warum unnötig Distanz schaffen? Warum ziehen wir nicht zusammen und gründen eine WG oder so? Der Mann ist doch gerade erst wieder Single geworden. Lass ihn doch erst mal ein bisschen zu sich kommen. Ich habe heute Nacht einen schlimmen Traum gehabt. Ich habe geträumt, dass er mich und das Kind abgewiesen hätte. Und wie oft hast du schon geträumt, dass er mit dir in den Sonnenuntergang reitet? Noch nicht oft genug. Na komm, trink aus, ich bring's weg. Ich fürchte, wenn die bei der Ausschreibung mitmischen, da habe ich überhaupt keine Chance. Ja, Agrikult Hauser, die haben doch ganz andere Möglichkeiten. Das ist eine Riesenfirma. Hauseigenen Grafiker, ja, Marketingabteilung, die können Fotografen engagieren. Models, die frisch frisiert und fröhlich, vorbildlich gewachsene Möhren ernten. Was Gutes setzt sich durch, aber... Ja, aber doch nicht, wenn es wesentlich mehr kostet. Ja gut, jedenfalls danke für den Tipp. Da weiß ich wenigstens, was mir blüht. Ja, ja, bis dann. Tschüss. Habe ich was vergessen? Die Rechnung. Ach Gott, die Entschuldigung. Es ist einfach nicht mein Tag. Was ist denn passiert? Ach, ich habe gerade erfahren, dass bei der Ausschreibung für das Naherholungsgebiet eine riesen Gartenfirma mitmacht. Okay, was bedeutet das jetzt? Gegen die habe ich doch nicht die Bohne einer Chance. Weil sie sich eventuell besser vermarkten können? Die können ganz anders kalkulieren, weil sie riesige Mengen an Material einkaufen. Über Subunternehmer billige ausländische Arbeitskräfte einstellen. Aber du darfst doch jetzt nicht aufgeben. Eine Frau, die so sehr um ihr Pflegekind kämpft, hat doch mehr drauf als diese Flitzpiepen aus der Gartenfirma. Außerdem geht es den Verantwortlichen wahrscheinlich nur um den Entwurf. Und die werden sehen, dass du qualitativ in einer ganz anderen Liga spielst. Das weiß ich, dafür muss ich deine Pläne nicht mal sehen. Danke für die Blumen. Hallo, Frau Krause. Hallo. Die Stadt entscheidet das Budget und ich bin nun mal nicht billig. Qualität kostet nun mal. Geht's um das Naherholungsgebiet in Neetze? Ja, genau. Stand in der Zeitung. Aber es muss nicht unbedingt die günstigste Alternative den Zuschlag bekommen. Ich war früher mal Sekretärin des Oberbürgermeisters. Ach ja? Und naja, man muss natürlich verantwortungsbewusst mit den Steuergeldern umgehen. Aber in erster Linie zählt der Entwurf. Hab ich doch gesagt. Es lohnt sich. Sie wollten mich sprechen? Das ist richtig, Frau Fährmann. Bitte nehmen Sie doch Platz. Es geht um Ihre Kündigung. Darf ich fragen, warum Sie kündigen wollen? Weil ich den Askania Park übernehmen wollte. Nun, die Dinge haben sich anders entwickelt, aber da ich Ihre Arbeit durchaus schätze, würde ich Ihnen gerne folgenden Vorschlag machen. Wir vergessen Ihren übereilten Abgang und Sie übernehmen ab sofort die Gastronomie beider Häuser. Wenn Sie Bedenkzeit brauchen. Nein. Und das ist auch meine Antwort auf Ihr großzügiges Angebot. Ihr Wirkungsbereich würde sich deutlich vergrößern. In der Tat. Ich werde auf gar keinen Fall weiter in einem Angestelltenverhältnis für Sie und mit ihm arbeiten. Bedauerlich. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute für Ihren weiteren Weg.
So, eine Frage hätte ich noch. Wie haben Sie davon Wind bekommen, dass der Askania-Pakt zum Verkauf steht? Von mir. Ich hielt es für richtig, ein Flickenschild davon in Kenntnis zu setzen. Und wie haben Sie davon erfahren? Gerüchte sind schneller als Lichtgeschwindigkeit. Sie sind ja ein richtiger Einstein. Ich interessiere mich eben für mehr als für Mode und mich selbst. Ich würde Ihren Plaudereien ja gerne noch weiter lauschen, aber Entschuldigung, ich habe zwei Häuser zu leiten. Was wollte der Flickenschild von dir? Kannst du wieder im Kalas arbeiten? Wie tief soll ich deiner Meinung nach eigentlich noch sinken? Was hältst du davon, wenn wir beide Henny abholen und uns einen gemütlichen Nachmittag machen? Eis essen, rutschen, schaukeln. All das wird meine Probleme lösen. Vermache meine Farm Kambon, nebst aller. Hey. Hi. Was machst du denn hier? Bist du nicht auf dem Hof? Nee, da werde ich nicht mehr gebraucht. Okay. Oder auch nicht okay. Ich hätte schon gern weitergemacht. Ja? Ziegenmelken und Stall ausmisten? Ja, melken darf ich noch nicht, aber der Rest hat echt Spaß gemacht. Was macht dich denn daran so glücklich? Die körperliche Arbeit, die frische Luft. Ich bin nach Hause gekommen, war total fertig, bin einfach ins Bett gefallen und hab himmlisch geschlafen. Deshalb ist es auch so schade, dass Bauer Petersen mich nicht mehr haben will. Meinst du nicht vielleicht, dass es auf dem Gut etwas zu tun gibt für mich? Bei einem Flickenschild? Ja? Keine Ahnung. Ich kann mal nachfragen. Ich gehe da sowieso hin. Ich muss meine Unterlagen zusammensuchen und mich dann bei der Uni einschreiben. Gut, aber dann würde ich einfach gleich mitkommen. Klar, warum nicht? Los. Okay, Litsch. Ja? Sie können nicht zufällig aus irgendeinem Grund Ihren Urlaub verschieben, oder? Ist ja Quatsch, ist ja alles schon bewilligt. Es ist nur so, dass Schwester Fisker jetzt doch schon eher in den Mutterschutz geht. Oh, geht's ihr nicht gut? Sie hat eine schwere Thrombose. Es tut mir leid, aber wenn ich länger warte, dann fängt einfach irgendwann die Regenzeit an. Nein, ist ja klar. Es war auch nicht ganz ernst gemeint. Oh, Entschuldigung. Ach, Wie geht's dir? Naja, ist nicht einfach. Ich verstehe es eigentlich nicht. Ich weiß. Kann ich irgendwas tun? Irgendwas, dass du mir wieder vertraust? Klaas, ich musste das machen. Für mich. Ich bewundere einfach diese wegweisenden Pioniere, die seit Jahrzehnten Gärten haben, die nur so wachsen und gedeihen. In New York, in London, in Paris, in Wien, in Toronto, in... Was ist? Das ist so ein theoretischer Kram. Was hast du eigentlich vor? Okay, pass auf, ich versuche es mal in meinen Worten zu sagen. Ja, so wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ich habe keine Kinder und ich werde wohl auch keine mehr kriegen, aber wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann dass das hier ein öffentlicher Raum wird, wo sich alle wohlfühlen. Klein, groß, jung, alt, egal.
Menschen, Tiere und nicht zu vergessen Pflanzen. Denn nur wo Pflanzen sich wohlfühlen, gedeihen sie auch richtig. Ich möchte einen Ort schaffen, zu dem alle gerne gehen. Und wo geredet wird, gegärtnert, geerntet und ja, das Wichtigste, wo das Wissen über die Natur an die junge Generation weitergegeben wird. Einen Garten anzulegen, bedeutet an morgen zu glauben. Das ist ein Zitat von Audrey Hepburn, was ich zum ersten Mal gelesen habe, als ich 17 war. Und danach möchte ich leben. Heute, morgen, im Hier und Jetzt. Egal, wie viele Überstunden ich dafür machen muss. Wow. Du hast ja eine richtige Vision. Ja. Das musst du den Leuten verklogfiedeln. Genauso, wie du mir das gerade erklärt hast. Für was? Verklogfiedeln. Erklären. Okay. Aber ich glaube, das kriege ich nicht mehr so hin. Das war eine einmalige Sache jetzt. Wie gut, dass ich es direkt mitgefilmt habe und jetzt auf Piktogramm hochladen werde. Hast du wirklich? Ja. Herr Gellenbeck, ich kann Ihnen versichern, dass kein Hotelmitarbeiter entlassen wird. Ach, das ist doch alles nur haltloses Gerede. Ja, das sehe ich auch so. Ich bin gleich bei Ihnen, ja? Wiederhören. Hm? Die Leute im Askania-Park haben Angst, entlassen zu werden. Jetzt schon? Ist ja verrückt, wie schnell sich das rumspricht. Du hast den Laden doch gerade erst gekauft. Hallo. Moin. Hallo, ihr zwei. Petro, wenn Sie Ihre Studienunterlagen holen, kann ich Sie mitnehmen. Bin auf dem Weg zum Hotel. Dann fahren wir am Immatrikulationsbüro vorbei. Hm? Gunther, ich komme mit in die Stadt. Ich muss noch ein paar Besorgungen machen. Pedro, hast du denn alle Unterlagen zusammen, die du für deine Immatrikulation brauchst? Ja, ich habe sie zusammen. Ich würde sie noch einmal schnell holen. Die Einschreibefrist läuft bald ab. Hm? Okay, es ist nur danke, Simon. Ich bekomme das alleine hin, Pedro. Aber danke. Herr Barmann, was kann ich für Sie tun? Ach so, vielleicht ist es jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Also ich kann auch einfach wann anders. Nein, nein, nein. Pedro sucht ja noch. Wir haben Zeit, oder? Also du, bitte. Danke. Ich hatte mich gefragt, ob Sie zufällig noch jemanden für Ihre Pferde suchen, so als Stallknecht. Ja, sicher. Und an wen dachten Sie? Da hat jemand das Landleben für sich entdeckt. Ich muss natürlich noch einiges lernen, aber ich glaube, das ist mein Ding. Die Arbeit an der frischen Luft mit den Tieren. Ich brauche natürlich noch Erfahrung. Aber Sie lernen schnell. Und ich wäre mir für keine Arbeit zu schade. Das muss ich natürlich alles noch mit meinem Verwalter absprechen. Können wir das machen, wenn ich zurück bin? Oder eilt es? Komm, die 5 Minuten haben wir doch noch. Oder willst du dir so einen motivierten Mitarbeiter entgehen lassen? Nein, natürlich nicht, aber ausgerechnet heute. Wie wär's denn, wenn ich gleich mit Pedro zur Uni fahre? Sie sprechen mit Ihrem Verwalter und klären die Dinge im Hotel? Ich merke schon. Sie meinen es ernst? Also gut, dann kommen Sie mit und arbeiten ein paar Stunden auf Probe. Hm? Wie? Jetzt sofort? Ja. Was mit Pedro? Ich finde mein Abi-Zeugnis nicht. Dauert noch eine Sekunde. Die Einschreibefrist dauert noch einen Tag. Denken Sie daran? Versprochen. Also gut, dann auf geht's. Und jetzt gehe ich schaukeln. Ja, das kriegst du alleine hin, ja? Ja. Männer, Fabienne, die schämen sich immer alles gegenseitig zu. Und das ist definitiv nicht fair abgelaufen. Du, mein Anwalt klopft gerade an. Ich melde mich wieder, ja? Tschüss. Gut, es ist offiziell. Fabienne Chevalier hält mich für eine Versagerin. Hm? Komm, jetzt mach erstmal Pause. Komm mal ran hier. Das wollten wir doch die ganze Zeit schon mal machen. Urlaub am Meer. Wo siehst denn du das Meer? Direkt vor der Nase. Ja. Feinster Sandstrand. Mm. Frische Brise. Das Meer. Ostsee oder Nordsee? Das kannst du entscheiden, wie du möchtest. Dann nehme ich die Bretagne. Ah, weg, Plaisir. Pardon,
Le long des golfes clairs. À des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants, la pluie, la mer, au ciel d'été, on fond. Hey. Hey. Die Wohnung, die ich mir heute angeschaut habe, nehme ich. Echt? Mhm. Mein Bruder findet die auch richtig gut. Und die 3 Monatsmieten Kaution. Die übernehme ich. Ich dachte schon, du suchst schon wieder das Haar in der Suppe. Ja, es kann sein, dass ich in der letzten Zeit ein bisschen kritisch war. Mhm. Ich hatte Angst, dass wir den Kontakt verlieren, wenn ich bei dir ausziehe. Ich will einfach, dass wir ein gutes Verhältnis haben. Will ich auch. Ja, dann lass uns feiern, dass wir uns bald los sind. Hm? Kann ich so lange denn noch bei dir bleiben? Klar. Also, was meinst du? Wandfarbe, Kinderzimmer, genderneutral? Ja, es ist doch erstmal weiß. Weiß? Ein bisschen langweilig, ein bisschen steril. Ja, das Kind schläft doch die ersten Wochen sowieso bei dir im Bett. Ja. Oh, ich weiß schon, welchen Kinderwagen ich haben möchte. Die Kinderwagen der Stars. Ja. Soll nur der Nachwuchs Hollywoods komfortabel und stylisch durch die Gegend fahren? Ja, schön. Schön, ne? Da bist du ja. Hallo, wollten wir uns nicht im Carlos treffen? Ja, aber ich dachte, wir könnten uns mal hier hinsetzen. Hm? Ist doch ganz spannend zu sehen, wer so alles so rein und raus geht. Jada, was ist los? Nichts. Wieso? Ist Klaas im Carlos? Ist es das? Ja. Und er ist nicht allein. Ja, wir sind nicht mehr zusammen. Er kann machen, was er will. Ach, glaub mir. Es ist besser, wenn wir hier bleiben. Die reden die ganze Zeit über Babybetten und Kinderwagen. Ja, sie bekommen ja auch ein Kind zusammen. Da muss schon so einiges organisiert werden. Ach, und ich glaube auch nicht, dass Klaas sich noch mal auf Frankas Schwester einlässt. Och, glaub mir. Ich sag dir nur, Ikiesle, die hat 2 Gesichter. Ja. Aber Klaas ist nicht nachtragend. Er sieht das Gute in den Menschen und liebt Harmonie. All das macht ihn ja auch so liebenswert. Ach, Jim. Das habe ich nicht gewollt. Schon gut. Ich bin nur einfach etwas traurig, dass aus uns nichts geworden ist. Ja. Hier, Anemone 23 schreibt, ich kann es kaum erwarten, in der Gemeinschaft von Gleichgesinnten etwas Wertvolles und Nachhaltiges zu schaffen. Na bitte! Oh, und Jill und aus Bevensen drückt mir ganz fest die Daumen, dass ich meine Vorstellungen und Ideen umsetzen kann. Ja, schön, das ist ja wunderbar. Wisst ihr was, ich könnte meine Kontakte im Rathaus ein bisschen aufleben lassen. Das ist ganz reizend von Ihnen, Frau Jansen, aber ich denke, das ist nicht nötig. Nein? Also das möchte XY123 gerne verhindern. Lies mal vor. Ach. Warum soll der Steuerzahler lastenradfahrenden Ökos ihr grünes Hobby finanzieren? Also so eine Frechheit. Nein, also wirklich. Oder hier, in biologisch steckt das Wort logisch. Also. Das hat die komische Gartentante leider vergessen. Wie können Menschen so perfide sein? Nein. Weißt du, ich denke, du darfst dich nicht so aufregen. Die positiven Kommentare überwiegen doch. Lass uns lieber nicht zählen. Aber Herr Köpke hat ja vollkommen recht. Siehst du? Na, ich werde sofort ein bisschen im Rathaus nachlegen und meine Freunde und Freundinnen aktivieren. Hm? Wie wär's? Willst du nicht rangehen? Ach, war nicht so wichtig. Da bitte, Frau Jansen bringt dich gerade ganz schön nach vorn. Läuft doch jetzt wie geschnitten Brot. Danke fürs Wasser. Jetzt bin ich auch fit für die nächste Runde. Tja, und ich für die nächsten Boxen nicht ausmisten darf. Hey, Leila, was machst du denn hier? Wonach sieht's denn aus? Joggen. Cool. Darf ich mal mitkommen? Nope. Pedro, vergiss es einfach, sie stehen nicht auf dich. Wie war einarbeiten?
Will dich ja auch niemand? Doch, das war so gut, dass ich mir eine Pause erlauben darf. Ich habe die Boxen ausgemistet, die Pferde gefüttert. Und das Schöne an dieser Arbeit ist wirklich, dass man sofort sieht, was man getan hat. Ja, ist in der Uni leider nicht so. Mhm. Du klingst jetzt aber nicht so motiviert. Bin ich auch nicht. Bist du nicht? Du solltest schon wissen, worauf du dich da einlässt. Also so ein Jurastudium ist schon heftig. Mein Freund Finn hat es gerade hinter sich. Mein Vater will, dass ich Jurist werde. Ach. Du nicht? Okay, und warum sagst du nicht einfach deinem Vater, dass du was anderes machen willst? Ich nicht weiß, was. Oh, blöd. Und was ist, wenn du Herrn Flickenschild darum bittest, dass er deinem Vater verklickt? Wieso? Die sind doch befreundet. Flickenschild wird sich da nicht einmischen. Simon, was ist mit dir? Ich weiß nicht, irgendwie sehe ich gerade alles verschwommen. Ist das vielleicht eine Krankheit? Komm, wir müssen ins Krankenhaus jetzt. Los. Hi. Ach, hallo. Ich habe dein Video gesehen. Ach echt? Mhm. Und warum hast du nicht reagiert? Oh, habe ich. Ich habe angerufen, aber du hast mich weggedrückt. Ach so, ja, da war ich. Hast du gesehen, was Frau Jansen geschrieben hat? Die Frau ist doch einfach nur Wucht, ne? Ich glaube, du brauchst Frau Jansen und den ganzen Support gar nicht. Wenn dein Video die Entscheider der Stadt nicht überzeugt, dann haben die echt keine Ahnung. Peters vom Jugendamt. Jetzt lass die Frau nicht warten. Offenbar hat sie dir was zu sagen. Hm? Hallo, Frau Peters. Schön, Sie zu hören. Sie haben ein Video gesehen, ja? Okay. Kann ich Ihnen kurz erklären, was... Okay. Ja, verstehe. In Ordnung. Wiederhören. Hey, was ist los? Sie glaubt, dass mich so ein großes Prestigeprojekt so in Anspruch nimmt und deswegen kann sie sich nicht vorstellen, dass ich mich ausreichend um ein Pflegekind kümmern kann. Mann, warum denn gerade jetzt? Die Arbeit bei Bauer Petersen hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich möchte da dranbleiben. Lass uns doch erstmal abwarten, was Frau Dr. Berger sagt, okay? Okay. Tschüss. Es ist unverständlich, wieso Sie meine Erfahrung als Geschäftsführerin nicht nutzen wollen. Weil ich weiß, wie schnell Ihnen Macht zu Kopf steigt. Dann zeig mal, was du drauf hast. Hast du mit Ben gesprochen? Ja, ich glaube, er macht sich Sorgen um dich. Er ist auf Frau Peters Seite. Das glaube ich nicht. Ich werde ihr sagen, dass ich mich überschätzt habe. Und deswegen werde ich den Antrag auf ein Pflegekind auch zurückziehen. Bist du sicher?